Du musst die leben, Alter. Du musst die P90 leben, mein Sohn, meine Tochter. Je nachdem, wer gerade zuguckt von euch beiden. Hey! Krass! Was geht denn bei euch ab? Bei mir geht Mirage ab, natürlich fetten Sieg, ist klar. Alles unter einem Sieg ist verloren und verlieren will ich nicht. Also von daher habe ich gute Karten zu gewinnen, oder? Weil ich mache nur das, was ich will. Ich habe einen leicht hohen Ping, 150, weil ich noch hochlade. Diese gute alte YouTuber-Krankheit, ihr wisst es. Man nimmt was auf, während man noch andere Dinge hochlädt. Und ist aber nicht schlimm, ist nicht tragisch, ist nicht weiter tragisch, ja? Ich kann auch mit High Ping spielen, ich bin nämlich ein guter Mensch. Wir rasten jetzt mal richtig aus, Mann! Hello? Hallo. Nein, die Russen haben sich schon wieder gefunden. Diese Russen-Connection hier immer. Russen! Hey, Russen! Hey, ja, Wodka, Wodka! Ja, los geht's. Ja, ich bin aber Deutsche und Deutsche sind eigentlich auch Russen, wenn man das genau nimmt. Fiege, 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 da. Mann, das ist gerade eben ein Ace von dem? Ey, wie viel habe ich ihm gegeben? 78! Sterb! Okay, die Bombe läuft ganz alleine. Leute, das wird ein spaßhaftes Spiel. Ich muss gleich mein Hemd ausziehen. Meine ultra bepackten, übergroßen Monster-Ärmchen passen nicht in das Hemd. Also, das ist, ich kann so nicht zocken. Ich bleib immer da mit dem Knopfhänger am Tisch. Ich, das ist gerade mal blöd. Wow! Easy, Mann. Ey, 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 ey. Die Nate habe ich schon geil geworfen. Ich habe schon ordentlich gerockt gerade eben. Kann man nicht sagen. Guck mal, bam! Headshot. Aber erst in ein paar Sekunden wegen dem Pingrich. Der wird gleich angezeigt. Männer? Ich dachte, wir gehen auf A. Alter, wie machen wir das jetzt gerade mal hier? Piep, piep, piep. Nice. Gut, dann mach mal deinen Führer mal deinen Plan aus. Mein kleiner russischer Freund. Oder großer russischer Freund, okay, je nachdem, du hast dich klein an. I'm to go mit. Der ist so gut, der im Englische, wisch. Der hat halt früher wahrscheinlich wohl Englisch gelernt. Apartments. Schade. Ja, nicht so, wie ich wollte, aber. Jetzt rapen sie uns. Jetzt rapen sie uns. Ey, wie unglücklich war denn das? Ich komme so hin und denke mir, ja gut, der ist auf jeden Fall tot. Und dann lebt er noch. Scheiß die Wand, dann lässt er sich abfackeln. Wir kommen gerade nicht richtig von der Stelle, aber es ist auch gar nicht so tragisch. Ich würde sagen, auf jeden Fall nicht den Tag vor dem Abend niederreden, denn wenn es dunkel wird und man das Licht anmacht, ist ja auch wieder hell. Also von daher können wir hier auch einfach gewinnen. One connector. Oh no. Tja, wäre das ein bisschen früh gekommen mit Connector? Ich hab voll Eukarf, Leute. Ich kann jetzt nicht mehr getötet werden. Geil, wir haben unsere Bombe verloren auf Mitte. I'm so lonely. Oh, erst eine Runde geholt. Mann, was für eine Scheiße. Okay. Yeah. Was lassen die auch so eine geile Waffe rumliegen, ne? Also mit der P90 geht's einfach immer. Die Runden gehen glatt. Beziehungsweise ich hatte gerade immer die Fette. Die Para. Nein! 87, immer diese knappen Dinger. Es ist wirklich unglaublich, was hier heute wieder passiert, meine Damen und Herren. Hier im Fußballstadion in Bad Tölz, ja. Wir haben 34 Grad Luftfeuchtigkeit und eine recht hohe Viskosität der Luft. Merkt man fast gar nicht, ich weiß, aber es ist schon leicht unangenehm. Let's do it, bitches. Wahrscheinlich schicken sie den coolen Killer wieder vor, ne, wegen seiner P90-Skills, klar. P90 ist halt eine Waffe, die man spielen können muss, ja. Ist schwierig, logisch, klar. Man braucht, man muss mindestens ein paar Mal global gewesen sein in seinem Leben, dass man P90 wirklich richtig, dass man die wirklich beherrscht. Aber ich sag's mal so, Leute, für jeden, fuck, für jeden von euch gibt es ein bisschen Hoffnung, dass ihr mal P90 so gut spielen könnt, wie ich sie eben spielen kann. Wisst ihr, wer meint, er kann die P90 einfach nur spielen. Du musst die leben. Du musst die leben, Alter. Du musst die P90 leben, mein Sohn, meine Tochter. Je nachdem, wer gerade zuguckt von euch beiden. Das ist nicht so wie ein Kind. So was Banales, so was lapidar dahingesagt ist, wie ich liebe dich. Die P90, ja? Das ist was, da musst du dahinter stehen. Mit allem, mit deinem ganzen, alles. Auch die Haare. Ich meine, gerade weil die P90 ja so eine Pro-Skill-Waffe ist, ist es so schwer, sie zu beherrschen. Und gerade deswegen sollte man zu 100% hinter dieser Waffe stehen. B sieht super aus. Was machst denn du, Alter, oder was? Hä? Was machst denn du? Geh mal weg von meinem P90-Platz, ey. Geh mal weg, oder was? Mein Dummdödel-Team will ja wieder Leute reporten. Sie wollen einfach mal die zwei oberen reporten. 19.6, 15.5. Diese üblichen kleinen Töter, die jedes Mal meinen, oh, der spielt irgendwie gar nicht so schlecht, der muss cheaten. Aber nochmal zurück zur P90. Wenn du die P90 mal... Ne, komm, wir hören das mal auf. Oh shit, I'm gonna die.
steht. Fuck! Kein Problem für den haarigen Kunibert. Ich hieß ja früher mal Kunibert. Da habe ich noch bei der Schweizer Garde geschafft. Als Schweizer Gardist oder so. Frag nicht so blöd. Und ja, da habe ich halt oft die Flashbang benutzt. Da, Motherfucker, da, da! Oh mein Gott, der Mate hat mich fast totgeschossen. Ein AP noch. Okay, 4-11 sollte kein Problem sein. Man muss manchmal mal klatschen, wisst ihr? Wer auf der Waldorfschule war, weiß, wie der Hase läuft. Seinen Namen klatschen und sowas, was man da halt so lernt. Ne? Dummköpfe, Mann. Ich raff es nicht, wie scheiße man sein kann. Guck mal, der Mittelmate muss jetzt bei mir mitgehen. Der eine Eigeäu, der nächste Eigeäu. So, ey, ist voll, der nächste Eigeäu. Okay, sie sind immerhin auf A. Glück gehabt, Leute. Glück gehabt, hat sich gelohnt. Ich hab's euch ja auch erlaubt. Ne? Warum klaut ihr mir den Kill? Ja, endlich! Okay, also, abwarten. Abwarten. No! 3-3-3-3. Woohoo! Ja, ich scheiß mal in die Hose. Woohoo! Haben wir schon gut gemacht, ne? Haben wir schon gut gemacht. Da gibt er mir einfach ins Gesicht, Mann. Wie unglücklich, oder? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen. Nicht nur ein bisschen, sondern ein Großchen. Um ein vieles, eine Schweinerei. Um so einiges war das eine Schweinerei. 2-1-2-1-1. Die wollen jetzt jedes Mal wieder ihre Position abklären. Was sind das für Weichkekse hier? Komm, wir sagen immer an, okay, gut. Wo gehst du hin? Ich weiß nicht, okay. Nicht so gemein lachen, Leute. Das war klar, dass ich den fick, denn der ist ja geflohen. Und was macht man mit Leuten auf der Flucht? Richtig. Die abschießen. Und dann Fragen stellen. American Style. Police, stop! So geht das. Wisst ihr, wie das bei uns geht? Bei uns wird ein Polizist angeschossen und dann fragt er an, kann ich kurz schießen vielleicht? Sir, Boss. Und der Boss sagt... Ah, wurde er nicht getroffen. Im Bein. Da darfst du noch nicht schießen, mein Freund. Nur wenn es nah am Kopf ist. Ja, oder was? Auf einmal geleckt oder wie, oder was? Nein. Scheiß die Wand an. Badusch die Kaka. Die Russen sind so lustig. Vielleicht holen wir jetzt einfach mal noch jede Runde. Knallhart. Wäre echt edel. Finde ich echt ranzig, was hier andauernd passiert. Die Gegner sind ganz komisch, die machen keine Ablenktaktiken oder sowas. Man denkt immer, oh ja, jetzt verarschen sie uns. Doch nicht, verarschen sich selbst. Hm. Yeah! Werde ich einfach angerufen, Mensch. Kurz noch telefoniert, heide, nein, ich werde immer in den Spielen angerufen. Im Stream mache ich mein Handy grundsätzlich lautlos, weil die Leute haben wirklich das Gefühl dafür. Stream da gerade, macht da gerade was? Oh! Ist er gerade in der Kirche? Ist er gerade auf einer Beerdigung? Ist er gerade am... Ja, und dann rufen sie an. Guck mal, ich habe noch keinen Stern, was ist hier los, du? Die beiden auch schon Diffuse dabei? Natürlich wieder nicht, ne? Pass mal auf, jetzt er mit dem Diffuser stirbt. Der pullt ihn. Oh, doch nicht. Übrigens, ich werde wahrscheinlich am Donnerstag wieder streamen. Donnerstag, ja, 18 Uhr. Ich bin mir aber noch nicht zu 100% sicher. Ich werde davor nochmal was in Twitter schreiben. Ich krieg gerade nichts gebacken. Fuck, Mann, sieht das schlecht aus, ey. Sieht das schlecht aus jetzt. Ich krieg den noch geklaut, den Kill. Alter Verwalter, Mann. Lüg mir nicht so dreckig an. Naja, egal. Immerhin die Runde geholt, ne? Ist ein bisschen wichtiger. Aber ich find's ein bisschen schade, dass ich jetzt so schwach aufgestellt bin, was die nicht vor allem den Sternen angeht, ne? Apartments 1. Scheiße, Mann. Lift. Nice. What on? What on? I need to terminate. Nice. Kinnas! Weenie! We gonna fuck them all. Boom, boom, boom. Oh nein, die holen noch das Teil. Ich rast aus. Scheiße. Scheiß die Wand an. Noch ein Unentschieden. Ich fass das nicht. Aber gut, hey. Wir waren vorhin immerhin noch, jetzt stand er erstmal schlecht. Ach komm, haben wir noch ganz gut geholt, oder? Ich meine, auch bei dem Unentschieden sollte man... Was laber ich hier? Unentschieden ist schlechter als gewonnen. Das geht nicht. Was für eine Dreistigkeit. Was für eine Dreistigkeit. Einfach mal Daumen nach oben für Gott und die Welt. Ja, ist klar. Ja. Swag the hack the cack, mag the pack. Ciao.